Die Eignung für eine Augenlaserbehandlung. Wir unterscheiden zwei Typen der Eignungen. Die erste, das ist die optische Eignung, das heißt, ob aufgrund vom Sehfehler, Alter des Patienten und anatomischen Gegebenheiten im vorderen Augenabschnitt, ob der Patient für so eine Behandlung geeignet ist. Und die zweite Eignung, das ist die medizinische Eignung. Diese können wir erst bei gründlicher augenärztlichen Untersuchung feststellen, ob die Netzhaut, ob der Sehnerv in Ordnung sind. Und erst dann können wir eine quasi hundertprozentige, oder in der Medizin ist nicht zu 100%, aber zu 99% festsetzen, ob der Patient für eine Behandlung geeignet ist. Ich lade Sie herzlichst ein, den Selbstevaluationstest auf unserer Seite durchzuführen. Durch diesen Test können Sie grob herausfinden, ob Sie für eine Augenlaserbehandlung geeignet sind und dann natürlich auch, wenn Sie für eine Augenlaserbehandlung geeignet sind, welche Methode das sein könnte.